Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Katharina von Papier von mir aus Hannover. Heute habe ich wieder was für euch gestempelt und zwar diese Karte. Ich habe seit langer Zeit mal wieder Aquarelltechnik ausprobiert und im Video zeige ich euch ein paar Tricks und Tipps für die Aquarelltechniken. Die Karte habe ich mit diesem Stempelset gemacht. Das ist eine Celebration Prämie für 120 Euro Umsatz. Ich verlinke euch nochmal hier das Video von letzter Woche. Da zeige ich euch die Prämien, die ich bereits zu Hause habe. Es gibt Prämien ab 60 Euro. Und ja, jetzt legen wir aber erstmal los mit dieser Karte. Auf der Karte habe ich die Blumen mit Aquarelltechnik angemalt. Ich brauche aber auch eine Grundkarte. Das ist ganz normaler grundweißer Farbkarton mit den Maßen 21 cm bei 10,5 cm gefalzt und dann kürze ich mir das Ganze noch auf 14,5 cm. Das ist immer meine Standardgröße von der Grundkarte. Dann brauche ich noch für die Aquarelltechnik ein Stück Aquarellpapier mit den Maßen 9,5 mal 7,5 und da stempel ich mir dann mit Stays On, das ist ein wasserfestes Stempelkissen, einmal die Blüte drauf. Hier kann man schön ordentlich drücken, weil das eine feste Oberfläche hat, das Stempelkissen. Und beim Aufsetzen auch ruhig etwas doller und länger drücken, damit der Stempelabdruck wirklich schön auf dem Papier zu sehen ist. Das Papier hat nämlich so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann, das hat ein bisschen Struktur. Und damit der Stempelabdruck auch wirklich gut sichtbar ist, muss man ordentlich den Stempel drücken. Ja, jetzt koloriere ich das Ganze. Und zwar habe ich mir hier diese drei Farben ausgesucht. Currygelb, Pekanuss und Lagunenblau. Und das Ganze mache ich mit den Stempelkissen und den Wassertankpinseln. Das ist ein Dreier-Set. Und wenn ihr dann hier die Stempelkissen einmal in der Mitte kräftig zusammendrückt, dann kommt in den Deckel etwas Farbe. Ihr müsst aufpassen, dass kein Wasser von davor noch drin ist, weil ihr dann nämlich euch das Wasser hier reindrückt. Das habe ich gerade aus Versehen gemacht. Und dann könnt ihr hier auf den Pinsel drücken, dann wird die Spitze vorne nass. Und dann mache ich mir auch immer ein bisschen Wasser hier an die Seite. Und dann fange ich an, die Blüte zu kolorieren. Ruhig mit gut Wasser, das kann das Papier ja aushalten. Und ich finde, bei Aquarell ist das auch in Ordnung, wenn man so ein bisschen über den Rand geht mit der Farbe oder nicht ganz alles ausmalt. Und dann trage ich hier überall Farbe auf. Hier ist auch noch eine Blüte. So. Und in der Mitte versuche ich dann immer noch mehr Farbe hinzuplatzieren, dass es da immer ein bisschen dunkler ist als am Rand. Und ich tupfe die Farbe eher auf, als dass ich wirklich so einpinsel. Und wenn ihr dann eine neue Farbe nehmen wollt, dann drückt ihr euch den Pinsel hier ein bisschen aufs Papier.
wischt noch mal so ein bisschen drüber und dann ist der wieder sauber. Und dann kann ich hier auch noch mal ohne Farbe das ein bisschen verwischen. Also jetzt noch mal einmal sauber machen. Und dann gehe ich zur nächsten Farbe. Wenn ihr das verhindern wollt, dass ihr hier aus Versehen reinkommt, wischt euch das trocken und dann ist das auch wieder in Ordnung. Dann nehme ich Pekannuss. Und für den Stiel. Auch hier, das muss gar nicht so ordentlich sein, finde ich. Und für die Blätter nehme ich Lost Lagoon. Und damit das nicht so dunkel wird, mache ich noch ein bisschen mehr Wasser hier rein. Dann mache ich mir auch erstmal die Blätter einmal fast komplett nass mit dem hellen Farbton. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr die Farbfelder nicht berührt, also dass ihr hier nicht an den braunen Stiel kommt, weil sonst die Farbe von dem einen Feld in das andere rutscht. Aber wenn euch das passiert, ist das auch nicht schlimm. Ihr könnt das dann erstmal abtupfen, die noch nasse Farbe. Da geht eigentlich schon immer viel von dem Fehler weg sozusagen und dann könnt ihr noch mal in einer zweiten Schicht einfach noch mal mit dem richtigen Farbton drüber gehen und dann sieht man das meistens gar nicht mehr. Ich kann euch das mal hier zeigen, hier ist mir das nämlich passiert, da ist mir das Grün in das Gelb gerutscht und dann habe ich es einmal erstmal trocken geföhnt und dann noch mal mit dem Gelb ein bisschen dunkler bin ich dann rübergegangen und da, finde ich, sieht man das dann gar nicht mehr. So, wenn das dann fertig ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, hier passiert es nämlich auch gerade wieder, dann kann ich euch das doch nochmal zeigen. Ihr nehmt ein bisschen Küchenkrepp und dann tupfe ich das so weit wie möglich. Und jetzt sieht man es eigentlich auch schon gar nicht mehr. Genau, also es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder lasst ihr das an der Luft trocknen oder ihr macht mit einem Heißluftföhn, trocknet ihr die Farbe an. Und das hat dann später auch, ich habe das mal versucht hier zu demonstrieren, das hat einen ganz kleinen Unterschied. Und zwar, wenn ihr das mit einem Heißluftföhn trocken föhnt, dann sind hier so ein bisschen dollere Ränder zu sehen. Und wenn man das einfach lufttrocknet, dann sind diese Ränder nicht ganz so scharf ausgeprägt. Und mir gefällt tatsächlich immer das hier ein bisschen besser, weil es einfach, ja, weil es das Papier oder das Motiv interessanter macht. Und deshalb föhne ich das jetzt hier einmal trocken und dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist es hier. Ja, ich habe ein bisschen zu lange gequatscht. Es war eigentlich schon fast trocken. Aber dann könnt ihr jetzt hier schon ein bisschen besser die Unterschiede sehen. Das ist also fast luftgetrocknet worden. Und das hier habe ich mit dem Heißluftföhn nochmal einmal angeföhnt. Und da seht ihr, hier habe ich auch noch eine zweite Schicht drüber gemacht, über die Blüten. Und beim ersten Mal nicht ganz so doll angemalt, also nicht ganz so dunkel. Und da sieht man dann halt wirklich diese scharfen Ränder, die man dann hier war es noch ein bisschen nass, da kann man es ein bisschen erahnen, aber sonst sind hier diese scharfen Ränder nicht zu sehen. Ja, wenn ihr das, achso, und hier, das ist der Heißluftföhn, mit dem ihr das dann trocken föhnen könnt. Wenn euch das beim ersten Mal zu hell geworden ist, dann könnt ihr auch nach dem Trocknen noch mal eine Schicht drüber setzen und das gibt auch immer schöne Effekte
Ich kann das hier nochmal versuchen bei dem Grün. Kann ich die Blätter nochmal einmal dunkler machen. Und dann sieht das noch ein bisschen interessanter aus. So, jetzt habe ich es nochmal trocken geföhnt und je nasser ihr die Schichten macht, also ich habe hier danach noch mal ein bisschen Wasser drauf gemacht, desto doller werden dann diese Ränder nach dem Trockenföhnen. Ja, jetzt machen wir das uns hier erstmal wieder sauber, damit mir das gleich nicht schon wieder passiert. So, und jetzt habe ich mir gedacht, es ist ja auch noch ein schöner Hintergrundstempel hier drin. Und vielmehr mehrere schöne Hintergrundstempel. Diese beiden hier, die will ich noch verwenden. Die mache ich mir dann einmal raus. Wenn der Stempel jetzt ganz neu ist, dann müsst ihr hier noch die Folie abziehen. Einmal den Stempel von den Produktionssachen sauber machen. Und dann ist er einsatzbereit. Oh, der Block ist eigentlich ein bisschen zu klein, aber das wird klappen. Ach so, das mit dem Stays On. Das habe ich noch vorher vergessen zu sagen. Das könnt ihr nicht nur mit Wasser sauber machen, da braucht ihr einen Stempelreiniger und den tragt ihr hier auf. Am besten immer sofort, nicht zu lange warten, weil der halt auch wasserfest ist. Oder also die Stempelfarbe ist wasserfest. Und dann macht ihr das mit dem Reinigertuch wieder sauber. Wenn ihr Klarsichtstempel verwendet für diese Technik, da müsst ihr sehr, sehr schnell sein, weil das verfärbt die Stempel wirklich sehr doll. Und das kann dann sein, dass ihr irgendwann nicht mehr so schön durch die Klarsichtstempel durchgucken könnt. Deshalb würde ich euch empfehlen, die Aquarelltechniken nur mit Stempeln zu machen, ja, die aus Gummi sind und nicht aus Silikon. Und jetzt brauchen wir unsere Grundkarte, die falten wir uns einmal. Und dann nehme ich Lagunblau für den Hintergrund und stemple einmal Test. Ja. Stemple mir die hier hin und zwar einmal voll können wir auch die andere Seite noch verwenden und einmal halb nicht halb mit dem zweiten Stempelabdruck meine ich. Da muss ich den dann drehen. Da müsst ihr nämlich aufpassen, wenn ihr einen Stempel setzt, der nur halb auf der Karte ist, dann ist auch nur auf der Hälfte des Stempels die Farbe ab. Und wenn ihr das dann komplett auf die Karte setzen würdet, dann hättet ihr einmal einen halben Abdruck und einen vollen Abdruck. Und das, wenn das nicht gewollt ist, sieht das ein bisschen eigenartig aus. Deshalb darauf achten, wenn ihr eine Ecke da noch habt, dann dreht ihr den Stempel und macht den irgendwo anders hin. Jetzt gucke ich mal, ob mir das reicht. Ich will das nämlich hier unten dann hinsetzen. Ja, ich finde, da könnte man. Ich lasse es so. Genau, dann mache ich einmal den Stempel wieder sauber.
Und jetzt habe ich ja noch diesen Hintergrundstempel. Das mache ich mir in den Stempel ich mir in Pekanuss. Und zwar brauche ich da ja eigentlich nur ein kleines Restepapier, weil ich möchte den als Streifen ausschneiden. Ich glaube, er muss ein bisschen länger sein. Da versuche ich den mal zu verlängern. Ha, fast geklappt. Und dann schneide ich mir das jetzt einfach mal aus. Und das mache ich ruhig mal mit dem Schneidbrett. So, und dann lege ich mir das auch noch so ungefähr an. Und einmal kürzen. Dann hat man hier so einen Dekostreifen. Und dann habe ich mir noch gedacht, so ganz ohne Spruch finde ich die Karte, weil, also in dem Stempelset ist ja kein Spruch drin, aber so ganz ohne Spruch finde ich die Karte ein bisschen langweilig und deshalb kommt hier einmal alles Gute noch drauf gestempelt. Einmal sauber machen. Und das mache ich in welchem Farbton? Das muss ich mir kurz noch überlegen, weil ich habe hier noch das Celebration-Papier. Das ist das mit dem Werkzeug. Da, ja, von diesem Papier habe ich nämlich auch die Farbinspiration. Das ist hier Pekanuss, das ist Currygelb und das ist Lagunenblau. Und da schneide ich mir jetzt einen Streifen ab, der ist 1,5 cm breit. Der kommt auch noch auf die Karte. Und das muss ich mir jetzt erstmal anhalten, damit ich ein bisschen das Gefühl habe, wie es aussieht. Ich glaube, mir gefällt tatsächlich die hellere Variante besser. Und dann noch alles Gute drauf. Das könnte ich mir dann gut vorstellen in. Ich versuche es einfach mal in Currygelb. Mal gucken, wie das aussieht. Man kann dann ja auch immer noch mal die andere Farbe testen. Das probieren wir nochmal. Ja, das ist besser. Mal gucken, wenn das jetzt gleich ein bisschen weggetrocknet ist, wie das dann aussieht. Ich schneide mir das auch aus. Ich möchte wirklich nur den Spruch und nicht den Banner haben. Die Farbe gefällt mir tatsächlich und dann klebe ich mir das jetzt alles zusammen. Da mache ich Dimensionals drauf, dass das ein bisschen Dimension hat. In meiner Mitte, da das ja so ein großes Stück ist, brauchen wir da auch wirklich 5 Stück.
Ja, heute geht es aber nicht gut mit den Dimensionals hier. So, andersrum. Dann platziere ich mir das hier. Und dieses Stück, ich glaube, das guckt ein bisschen rüber. Dann schneide ich es nicht mal grob ab. Und mache da dann auch Dimensionals zumindest an die Stelle hier vorne drauf. Hier steht es ja ein bisschen über. So, das wollte ich, glaube ich, oben drüber machen. Ne? Ich überlege gerade noch, eigentlich wäre es schön, wenn hier unten noch was von der Blüte sichtbar wäre. Deshalb klebe ich es, glaube ich, hier oben hin. Dann mache ich hier auf das Stück Kleber. Setze es mir dann so hin. Das schneide ich jetzt einfach per Augenmaß ab. Und das Stückchen oh, hier läuft ein bisschen was aus. Kommt dann hier hin. Auch das schneide ich hier ab am Rand. Und der Spruch, wo ist er hier? Der kommt noch mal einmal mit Dimensional aufgeklebt. Da schneide ich mir welche zurecht. Das ist so klein. Da passt das sonst nicht drauf. Und richtig rum. Und jetzt kann man überlegen, ob man das auch bündig macht. Oder hier oben, hier unten. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Ich glaube, ich setze es mal hier hin. Und ich habe mir überlegt, dass ich das hier, da habe ich, glaube ich, keinen Kleber drauf, ja, dass ich das doch noch mal kürze bis zum Ende der Karte. Genau. So. Hier habe ich ein bisschen rumgesaut. Das ist also meine heutige Karte mit diesem Stempelset aus der Celebration. Ach, und das wollte ich euch noch sagen. Dieser Stempel hier, den kann man mit diesem Etikett ausstanzen. Bestes Etikett. Und auch diese Blüte, die ist für eine Stanze. Und zwar für die Stanze Blühender Park. Da ist hier die Blüte drin und damit könnt ihr diese schöne Blüte auch ausstanzen. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!